Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute wende ich mich zum Thema Kapitalbindung an Sie. Oft taucht dieser Begriff in unserem beruflichen Leben auf und dennoch ist nicht immer eindeutig, was damit gemeint ist. Was heißt eigentlich Kapitalbindung und was ist ihr Zweck? Das möchte ich Ihnen heute erklären. Der Steuerberater in Deutschland ist ein unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege. Aber wie kann man diese Unabhängigkeit des Steuerberaters garantieren? Und was hat die Kapitalbindung damit zu tun? Die Kapitalbindung besagt, dass nur Steuerberater und verwandte Berufe, wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer, als Gesellschafter einer Steuerberatungsgesellschaft in Betracht kommen. Berufsfremde gewerbliche Investoren sind also von einer solchen Beteiligung ausgeschlossen. Was möchte man damit verhindern? Ohne Kapitalbindung könnten Steuerberater beispielsweise zum verlängernden Arm von Versicherungsunternehmen oder Fondsanbietern werden. Und das Ergebnis wäre ja klar. Ein berufsfremder Investor hätte in erster Linie eine gute Rendite und nicht unbedingt das Wohl seiner Mandanten im Blick. Ich erkläre es Ihnen anhand eines Beispiels. Eine Bank, die Eigentümerin oder Miteigentümerin einer Steuerberatungsgesellschaft wäre, würde darauf drängen, den Mandanten die Anlageprodukte dieser Bank zu empfehlen. Und zwar auch dann, wenn das Produkt eines anderen Anbieters für den Mandanten günstiger wäre. Damit stünde nicht nur die Unabhängigkeit der Steuerberatung, sondern auch die bestmögliche Beratung im Interesse des Mandanten auf dem Spiel. Warum also die Europäische Kommission immer versucht, immer wieder die Kapitalbindung und andere unerlässliche berufsrechtliche Regelungen abzubauen, bleibt mir ein Rätsel. Sogar der EuGH erkennt in ständiger Rechtsprechung, dass der Verbraucherschutz einen zwingenden, im Allgemeininteresse liegenden Grund darstellt, der eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertigen kann. Und auch in den Erwägungsgründen zur Verhältnismäßigkeitsrichtlinie ist die Kapitalbindung geschützt worden. Bei der Steuerberatung muss der Mandant im Mittelpunkt stehen und kein anderer. Dafür setzen wir uns ein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen.